GTX 1080 von Nvidia. Wollen dafür einen Spendenbetrag von $10,80. Okay, der Run fängt an. Bis dann, Leute. Ja. Ciao. So, Hackysack, Goldmode. Und wenn ich das richtig verstanden habe, spielen wir jetzt einen kleinen Hund, der mit einem Spielball den Ball ins Ziel bringt. Jedenfalls hat er. Bellt er. Right before we actually start the game or start the run, I just want to kind of explain what this game is. It's an indie platform that was released by Zach Bell and Ali Hitty, I think I pronounced that right, with Spaceboy Games. And the point of the game is basically, I've got this little ball right here. The goal is to get it to this goal line, or at least that's what it is for this mode. Also der Runner hat es gerade auch nochmal geklärt. Man soll den Ball ins Ziel bringen. Und es ist ein Indie-Plattformer. Und irgendwie ist es auch schon philosophisch, weil die Level teilweise Isolation und ähnliches genannt werden. Und das geht jetzt verdammt schnell. You don't. If you do the first two jumps really quickly, you actually get a bit extra height. Actually, I'll do it right here. You get a bit extra height, and then you can do a third jump, which gets you a little bit further up, which changes a few. Eigentlich kann man nur einen Double Jump machen in diesem Spiel, aber wenn man die ersten beiden Sprünge richtig timed, bekommt man nochmal zusätzliche Höhe und kann damit noch einen dritten Sprung ausführen. Also das ist schon mal ein Glitch. So yeah, it's a pretty cool trick. But anyways, so I'll explain how the worlds work in this. Warum ich dann gar nicht zu gucken, ob Spenden reingekommen sind, weil ich könnte, ich verpasse dann glaube ich zu viel. Also ich glaube, wenn du jetzt guckst, dann ist der Run gleich vorbei. Ja. Oha, er hat schon dreimal restartet. Immer fünfmal. Right here you can actually take the ball across the top of the level and now there we go, okay. Und warum sollten wir in diesem Level durch das Level gehen, wenn wir auch einfach oben rüber gehen können? Oder bauen, immer schön. Weniger. So, hier müssen wir auf den grünen Punkten die Türen öffnen, damit wir da durch können. Und die Bälle, die wir haben, haben auch teilweise unterschiedliche Physiken, wie zum Beispiel der bunte Ball, das war eben gerade der Beachball. Der hat eine etwas andere Physik und fliegt länger. So. Immer diese roten Zacken dürfen nicht berührt werden. Genau, die machen Schaden bzw. sind teilweise Insta-Death. Aber dafür machen wir jetzt. Und wir sind im Level Self-Destruction. Hier haben wir Eis bzw. Glas, das wir auch mit unserem Ball kaputt machen können. Jetzt muss er gerade gucken, dass er den Ball rechtzeitig kriegt, bevor der runterfällt. Die Power-Ups holen wir uns natürlich nicht. Wow. Teilweise ist er hier auch echt frame-perfect, weil man sonst die Bälle nicht vernünftig abfangen kann, wenn sie runtergehen. Aber wie man sieht, es geht halt sehr schnell. Nicht umsonst ist der WR bei 6 Minuten noch was. Der Runner spielt das auf Tastatur, wie es aussieht? Ja, wenn mich nicht alles täuscht, spielt er das auf Maustastatur, ja. Aber so hört sich eher wie ein Gamepad an. Man sieht es leider nicht. Nee. There we go. Okay. This level's got a nice little easy strategy. Das Level war wieder recht einfach. Einfach rüber und drin. Wie gesagt, es gibt da nicht viel. So, jetzt haben wir sogar Portals, mit denen wir den Beachball bewegen müssen. Also kommt. Wenn man das so Portal sieht, denkt man, okay. Ja, genau, man würde total versagen. Okay. Ja, ich auch. Oh, ein
Time Ball, der ein bisschen langsamer fliegt, weil Teil Zeitlupe quasi. Oh, oh, den hat er gefailt. Wie man auch sieht, diese weißen gestrichelten Linien, da kann der Hund zwar raus, aber der Ball nicht. Also der würde da dran abprallen. Ist auch wieder ein Schalter ausgelöst, um die Portal zu haben. Da sind wir auch drin. Jetzt müssen wir rechtzeitig zum Ball kommen. Also wie es aussieht, uns machen die Stacheln auch Schaden, nicht nur den Ball, ne? Richtig. Also die tun halt ganz schön weh. So, nächste Portal Mechanic. Man sieht, warum das Game so schnell durch ist. Wie steuert halt man den Ball eigentlich? Weil es sieht ja so aus, als wenn er nicht jetzt, sag ich mal, von unten runterspringen muss, dass er nach oben geht, sondern du einfach dann daneben stehen kannst und dann sagen kannst, du sollst dahin. Wenn du quasi in diesem Kreis bist, kannst du ihn die Richtung angeben, in die du ihn dashen willst. Das macht es, glaube ich, dann doch ein bisschen noch mal einfacher, als wenn er da entsprechend ihn berühren muss. Ja. So, wir sind in der Manipulation, das heißt, wir haben jetzt einen, ja, also wir müssen den schwarzen Ball steuern, damit wir den orangen Ball jetzt in die Safe Zone kriegen, beziehungsweise ins Ziel. Und hier hat er auch einen Trickshot geschafft, den hat er sogar in seinem VR-Run nicht geschafft. Really where I started having trouble in my casual playthrough. Okay. But yeah, this world is... Ja, viel gibt's zu diesem Run leider nicht zu sagen. Der einzige Glitch ist der Triple Jump und sonst ist es Skill, sag ich mal. Ja, Donner hat ja gerade gesagt, das ist jetzt so der Zeitpunkt, wo er in seinem Casual Playthrough, also in seinem normalen Durchspielen, da Probleme gekriegt hat. Ja. Hätte ich auch. Ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil er jetzt quasi auch noch zwei Bälle steuern muss, die beide nicht in die schwarzen, in die roten zacken dürfen. Und einen quasi nur über den schwarzen Ball steuern kann, das ist alles ein bisschen... Es ist halt sehr hart, wie der Runner auch eben gerade schon sagte. Jetzt musst du auch noch auf zwei Bälle achten. Das ist jetzt das Worst, noch auf Deutsch. Schlimmste, ne? Ja. Nervigste. Das ist auf jeden Fall sehr hart tiltend, wenn das zu oft schief geht. Und wir sind in der Akzeptanz. Das ist der letzte Abschnitt. Die letzte Welt. Man muss restarten. Er kriegt den letzten nicht hin. Und den Ball, den wir da haben, das ist der Zero Gravity Ball. Also er eidelt quasi rum, bis er mal eine Wand trifft oder wir ihn anstoßen. Aber im Endeffekt, er fällt nicht von alleine runter. So, wir legen uns wieder den Ball zurecht, brauchen den schwarzen Ball, müssen den schwarzen Ball dann da oben auf den Schalter bewegen, damit das Tor auf ist und dann mit dem schwarzen Ball. Oh, ja, das in den, genau, mit dem schwarzen Ball den Orangen wieder ins Ziel bringen. Und wir haben wieder den. Ja, wie nennt man es eigentlich? Den Zeitlupenball, genau. Er fliegt halt langsam. Und er portet sich hin. Und jetzt portet er sich so lange, bis wir da sind und löst irgendwelche Schalter aus. Und der Runner sagt auch schon: Time. So schnell konnte ich es gar nicht sagen. 8 Minuten 36. Willkommen zurück. Jo,
Jetzt weiß ich, wie man Bälle spielt. Ja. Ja, das ist, ja. Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Ja. Und jetzt kommt Cloudbild, sehe ich gerade. Auf jeden Fall dann nochmal danke an euch beide. Ihr habt jetzt... Ich hab jetzt frei für heute, glaube ich. Ja, und uns darf ich ebenfalls. Euch hört man... Taro hört man morgen.